Mein Name ist Raoul Krauthausen, ich wohne in Berlin. Ich würde sagen, ich bin Aktivist, vielleicht jemand, der versucht, Brücken zu schlagen zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich wohne seit 10 Jahren in dieser Wohnung hier und diese Wohnung hat 2 Etagen. Wir sind eine stinknormale WG, also das ist jetzt kein Charity-Projekt oder auch kein Sozialprojekt. Oben wohnen die LäuferInnen und unten wohnen die MitbewohnerInnen, die im Rollstuhl sind. Ich war lange der einzige Mensch mit Behinderung in der Wohnung. Und als dann aber Jessica hier einzog, war relativ schnell klar, dass auch man für sie Anpassungen an der Wohnung mitmachen könnte. Wäre es nicht auch mal spannend, wenn die Menschen im Rollstuhl die Wohnung oben mitbewohnen könnten? Weil da haben wir eine Galerie und da haben wir noch 2 Zimmer und die Wohnung ist hell genug und man könnte super schön da oben eine Art Coworking Space aufmachen. Die größte Veränderung war wahrscheinlich auf jeden Fall der Aufzug, der Lifthorn Trio. Das war nötig, einfach weil wir viel Zeit zu Hause verbracht haben und mit 2 rollstuhlfahrenden Personen im, ach schließlich Erdgeschoss, in dieser Wohnung wurde es auf Dauer einfach ganz schön eng. Die Firma Lifthorn, die haben verschiedene Versionen dieses Aufzugs, einen für Fußgängerinnen und einen für Menschen, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind, und wir haben uns für Menschen im Rollstuhl entschieden, das ist der Lifthorn Trio, den man innerhalb von wenigen Tagen eingebaut bekommt. Ist auf jeden Fall eine sehr kompakte Lösung, die für uns auch am machbarsten schien. Weil das Gebäude ist denkmalgeschützt, da von außen irgendwas ranzubauen, wäre nicht gegangen. Der Lift wird von uns hauptsächlich mit der Fernbedienung bedient. Man kann das so ein bisschen auch individueller gestalten, wenn man zum Beispiel möchte, dass die Tür lieber manuell bedient werden soll. Aber bei uns hat sich das halt angeboten, weil wir auch nicht die Kraft haben und nicht die Armlänge immer vorhanden ist. Der Lifthorn Trio war insofern eine große Erleichterung, weil wir uns aus dem Weg gehen können in der Wohnung, in der Corona-Pandemie, und abends nach Hause kommen oder uns in der Küche oder Wohnzimmer treffen und erzählen können, was wir erlebt haben, ohne dass man sich die ganze Zeit irgendwie im Weg steht oder das Gefühl hat, beobachtet zu sein. Ich würde sagen, Freiheit bedeutet für mich, Dinge zu tun, die ich tun möchte, ohne andere um Erlaubnis fragen zu müssen und, wenn es geht, möglichst selbstbestimmt und alleine.